Würden Sie das bitte lassen? Ciao. Alter, herzlich willkommen zurück bei Los Forestos Propestos Domestos. Ja, wir sind tot. Immer noch. Es hat sich nichts geändert daran. Uah. Wie das Leben halt so spielt, ja. Weißt du, was ich mache? Ich nehme auch Stickies mit. Ja, das kann man machen, aber... Ob das eine gute Idee ist? Wahrscheinlich nicht. So, soll auch reichen. Ich will nicht zu viele mitnehmen, ich wollte nur ein paar. Ja gut, wegen Feuer ist das vielleicht nicht dumm. Ja, genau, Rui, genau. Ich sehe, du denkst auch nicht nur von A nach B. Ah ja, Blut überströmt, bin ich auch. Vor allen Dingen jetzt immer noch nass. Zum Notizbereich hinzugefügt. Warte mal, was steht denn bei B jetzt? Hä? Irgendwas Neues? Irgendwas Neues steht im Notizbereich, ich weiß aber nicht genau was. Oh, geistige Gesundheit, 100! Ja, nice! Hättest du dich einfach mal killen müssen. Hätte ich aber vorher gewusst, wäre ich schon viel eher gestorben. Ja, eben. Oh, wir sind fast zu Hause hier. Oh. So, warte. Bin gleich da. Home. Grove Street. Ach ja. So. Wir dürfen diesmal nicht kämpfen gegen irgendwen, ne? Nope. Wo ist mein... Ich sehe mein Dings nicht mehr. Einfach geradeaus, Tobi. Einfach geradeaus. Und zwischendurch ein bisschen pusten. Also Puste sammeln. Bitte was? Tobi, zwischendurch ein bisschen pusten. Es wird gar nicht weh, wenn du dich drauf einlässt. Wie bitte? So. Ich frage mich, ob die Abgesandten da immer noch sind. Alter, wie viele das auf einmal waren, ne? Mhm. Vielleicht sollte man zwischendurch doch mal ganz kurz... Tobi, Vorsicht, links ist der Jonas. Was? Trombosi ist links. Ich sehe ihn nicht. Ich will ihn noch gar nicht sehen. Ach, da hinten. Ich höre den gerade. Hier ist die Höhle. Naja, okay, ich sehe ihn. Er führt ein sehr einsames Leben. Vielleicht zwischendurch Lagerfeuer anmachen, in die Mutantenrüstung schlüpfen und dann den Gewaltentango aufführen. Tobi! Ach, das kenne ich doch. Voll geil. Wir lassen es aber da stehen, ne? Weil sonst haben wir hinterher wieder keinen Platz. Eben. Aber für nachher? Schade. Boah, jetzt wird's richtig kalt. Die ist kalt. Ja, bau ein Feuer. Jetzt müssen wir halt echt schnell durch. Dafür trinke ich jetzt eine Dose. Damit wir wieder Energie haben. Dann können wir nämlich schneller laufen. Wir müssen uns ein bisschen weiter rechts halten, weil da, wo wir gerade drauf zulaufen, liegen unsere Leichen, da kommen wir nicht hoch. Wir müssen ja eh am See vorbei hier. Ja. So. Ist kalt. Ich habe keine Dose mehr. Nein. Nee, hast du im Flugzeug nichts mitgenommen? Doch, eine, aber die habe ich schon getrunken. Hä, nur eine? Warum nur eine? Ich war da noch mehr? Ja, klar. Ganze Flugzeug voll. Ich habe nur eine gesehen, wa? Ach so. Habe ich den Rest vielleicht weggesnackt? Aber die musstest du auch kriegen. Wir sollten links runtergehen. Nur so ein Tipp. Oh. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich hoffe, die sind nicht alle noch da oben. So, kurz Energie tanken. Bist du noch da? Ja. Ja. Was machen wir, wenn die noch da oben sind? Hm. Dann sind wir echt am Arsche. Wir tun auch einfach so, als wären wir Mutanten. Ich glaube, dann nehme ich meine Sachen, renne einfach weg. Alter, der Wind, ne? Weißt du, Richtung Heimat rennen, falls sie da noch sind? Luft ist rein. Alles gut. Sehr gut. Also erstmal der Anzug natürlich. Ah. So. Schwupps, wird's wieder warm. Cool. Ja, da sind wir wieder. Ernsthaft, Tobi? Hast du gerade... Ich mach nix. Ich beobachte das Vieh nur. Hast du ihn gerade angeschossen? Hä? Erik, was? Ernsthaft? Warum siehst du auf einmal so hässlich aus? Du sahst vorher nicht...
Ach, weil du gerespawnt bist. Ach, bin ich jetzt ein anderer Charakter? Du bist nicht mehr derselbe. Hä, aber du bist immer noch der Tobi. Du bist jetzt der Manfred. Du hast einen Schnäuzer. Oh nein. Ja, Mensch, Manfred. Alles nur das nicht, bitte kein Schnäuzer. Du hast eine fucking Mustache, Mann. Das darf doch nicht wahr sein, ey. Als hätte ich nicht, als hätte ich schon genug gelitten. Den Sohn verloren, weißt du, gerade gestorben. Geil. Nee, feier ich, Erik. Steht hier echt. Schaust gut schaust du aus, Manfred. Ich treffe die dauernd in den Kopf, aber die fällt nicht um, die reagiert nicht. Okay, das war nicht in den Kopf. Na endlich. Habe ich mir jetzt aber auch verdient. Es ist einfach sicherer so. Huch, genau vor mir ist gerade ein Reh gespawnt. Genau vor mir. Ja, aggressive. Wirklich, wirklich. Ich habe es dir zuerst nie geglaubt, Tobi, aber jetzt weiß ich genau, was du meintest. Hä, und plötzlich ist es mir in die Axt gelaufen. Was ist das für ein Suizido? Ja, sag ich ja. Die sind einfach also unberechenbar. Huch, I. I. Genau wie Muschiklaus hier. Hä, neues Tier entdeckt? Hä? Willst du mich floxen? Mutantenrüstung gesammelt? Oh, jetzt habe ich 10 Mutantenrüstungen, alles klar. Oh, Vorsicht, da hinten ist eine Horde von 5 Leuten. Ich habe 10. Ich kann mir die jetzt leider nicht rausnehmen. Oh, okay. Ich wollte die auch nur ausschalten, damit die nicht im, ne, damit die hier aus dem Weg ist quasi. Hä, war hier kein Holz mehr? Doch, unten im Tal. Okay. Hatten wir alles weggesammelt? Nee. Hier schon, da vorne hat's noch mal gefällt, wo dann die ganzen Mutanten kamen auf einmal. Ja, okay. Da hinten rennen wieder lauter Suchtrupps rum. Ah, hier ist, ja, ich sehe schon. Ja, ich sehe schon. Ich sehe schon, Tobi, ich sehe schon. Dobby. So. La 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 la. Ob es möglich ist, von da oben irgendwie mit der Bettpfanne da runter zu segeln? Das weiß ich nicht. Mann, ey. Das lässt mir keine Ruhe. Und hier ist ein Eichhörnchen und ich darf es nicht töten. Warum nicht? Weil der Bedarf nicht besteht, Tobi. Hä, der Bedarf besteht doch immer. Ich weiß auch nicht. Ich bitte dich. Aber was brauchen wir die Baumstämme eigentlich? Wir haben ja nichts zum Bauen da oben gerade. Ach so, ja, stimmt. Das war ja fertig. Warte. Huch. Hier liegt ein Rehkopf unter dem Baumstamm, Tobi. Was ist da passiert? Das ist ganz einfach zu erklären, Erik. Das wirst du dir wahrscheinlich schon denken können. Das Reh ist da gelaufen und plötzlich kam der Baumstamm. Diese suizidalen Rehe, ne? Ja. Da habe ich halt gedacht, gut. Hat man schon mal. Hat man auch keine Worte für. Nee. Das stimmt. Okay, warte. Ja, das war natürlich schlau von mir, dass ich die Baumstämme weggeräumt habe, aber. Wir werden die da unten auch noch brauchen. Wo ist denn das jetzt hier? Hä? Dede. Müsste eigentlich gehen. Tobi, kommst du kurz? Das müsste eigentlich gehen. Ich hoffe nur, dass das auch wegen der Weite funktioniert. Weil es ja doch ein bisschen weiter ist, als ich dachte. Hier wäre noch ein Baum in der Mitte gewesen, aber den hat jemand gefällt. Hier müssten wir eigentlich noch so ein Ding hinbauen. Aber das ist ja eigentlich relativ simpel zu bewerkstelligen, oder? Zack, zack, Girac und los geht das. Was? Zack, zack, Girac? Mhm. Oh, genau an meinem Ohr. Alter, hab ich mich erschrocken gerade. Die sind übel Leute, ne? Ja, Mann. Sag dir das. Zieh vielleicht Mutantenrüstung an.
Tut auch gar nicht weh, mein Freund. Tut doch gar nicht weh. Alter, was ist denn mit denen heute? Oh, oh. Mann, eigentlich. Was bist du? Okay, war da nicht was? Tobi, oh ja, man kann. Mal kurz ruhig. Hast du gerade die Körperteile entfernt? Ja. Voll verstümmelt, ey. Ich dachte gerade, ich habe noch einen gehört. Okay. Würde mich nicht wundern hier gerade. Nee, überhaupt nicht. Ich denke mal, du liegst da, aber das ist der Typ einfach mit der Fackel auf dem Kopf. Ich lieg da, ich weiß nicht, hä? Warum soll ich mich da hinlegen? Weiß ich nicht, Wetter ist schön. Ah, das ging, fertig. Das ging schnell. Okay, warte mal jetzt. Ich weiß, ich hoffe, das geht. Überall Körperteile. Überall die Körperteile. Oh, das ist echt cool. So, warte mal. Jetzt drücken wir mal die Daumen, dass das klappt. Oh Gott, das wird so teuer. Das wird zu viel Holz kosten, Tobi. Das ist überhaupt keine gute Idee, was ich hier gerade mache. Wollte es nur sagen. Ja, gut, aber... Und wahrscheinlich wird es komplett durchhängen. Aber Versuch macht klug. Solange es cool ist? Ja, da bin ich auch nicht so sicher. Oh Gott, nee, das wird nicht funktionieren. Nee, das ist viel zu weit. Das klappt leider überhaupt nicht. Echt nicht? Ja, das hängt ein bisschen durch, Tobi. Ich glaube, das können wir knicken. Ja, gut, also... Die Idee an sich war... Wow, war eigentlich ganz gut. Also ich finde das jetzt, finde, also da könntest du auch locker easy go, so eine, das sieht aus gerade hier wie Sven Hannawald, als ob der gleich um die Ecke kommt und hier Skispringen macht. Hier Schanzentournee. Ja, schade. Tobi, Vorsicht! Ich bin hier oben. Vier kommen da gerade, okay. Hier? Vier kommen da gerade, weil die lang gelaufen. Fünf. Es sind okay. Fünf. Alles, ja, dann ist ja gut. Gut, das hat also auch nicht geklappt. Alles okay, scheiße hier oben. Es sind sechs da hinten, Alter. Irgendwie gefiel mir unsere alte Bude besser. Aber ich will auf diesen Berg, das ist es halt. Und ich würde mir auch echt gerne noch eine eigene Bude bauen, aber irgendwie ist das hier alles so karg. Ich glaube nicht, dass wir da oben auf den Berg kommen. Also ich glaube es nach wie vor nicht. Ja, zumindest nicht, also zumindest nicht ohne Cheats. Nee. Und da oben würde ich so gerne eine Bobbahn runterbauen. Alles andere lohnt sich doch hier gar nicht, oder? Eine Bobbahn? Du Bob. Warte mal, aber ich probiere jetzt mal was. Ja. Ja! Okay, das ist geil. Das ist schon geil. Das ist cool. Ich muss das leider nachmachen. Tu es, es macht Spaß. So. Wobei, das muss doch am Steißbein hörten. Theoretisch ja. In die Baumstämme rein. Oh Gott. Oh Gott, es geht noch weiter runter. Wo bin ich? Ich weiß nicht, wo ich bin, aber es war echt schön. Genau in so ein Kannibalenlager rein. Sitzt du da in der Mitte so direkt schon auf dem Feuer, weißt du? Sitzt da, drauf. Sitzt da schon mit Servietten im Hals und so Messer und Gabel. Wo bin ich jetzt hier? Wo muss ich hin? Hier drüben, hinter dir. Ja, Tobi, ich weiß nicht, vom Schnee bin ich nicht so... Ah, Schwein gehabt. Nee, das ist zwar ganz cool hier, sieht auch alles ganz nice aus, aber jetzt ist irgendwie kein Ort, an dem ich mir das jetzt hier mit uns länger vorstellen könnte. Aus diesem Grund, für mich ist das kein Business Case, deshalb bin ich raus. Wäre vielleicht eher was für den Stream, oder? Aber nicht fürs Let's Play jetzt hier irgendwie, oder? Nee,
das ist halt alles total aufwendig, weil du halt immer Kilometer weit laufen musst wegen Bäumen. Ja, das denke ich eben auch. Bei uns zu Hause ist es schön, weißt du, da kannst du noch ein bisschen was machen, ein paar Fallen aufbauen, ein paar Muschelkläuse begrüßen, sowas halt. Aber hier ist so... Die kommen ja nicht mehr zu uns, die wollen ja nicht mehr. Naja, hier kamen sie ja wieder, die Blaugefrorenen. Ja gut, weil die aber auch hier sonst keine Freunde haben. Die Assis. Ja. So, guck mal hier. Schon haben wir wieder ein bisschen grün. Hallo? Ja. Aber ich muss es nochmal tun. Nützt ja nichts. Gut. Boah, sie sind Eingeborene. I need to do it. No! Alter! Wo bist du? Tobi? Bin sehr langsam. Ach da. Oh, Errungenschaft freigeschaltet. You are fun guy. Oh, hey, Wildschweine. Jetzt will die auch keine mehr haben. Ja, keine Ahnung. Geil wäre jetzt, wenn wir voll ins Loch gesäbelt werden. Oh, moin, Tobi. Hey, neues Tier entdeckt. Geil. Guck, der Scheißvogel. Was willst du von mir? Let's go. Okay. Da. Ich hätte es jetzt so gefeiert, wenn wir einfach ins Loch geplumpst werden und es ist ja weiter da drüben. Boah, ich frage mich, ob das geht, mit dem Ding da ins Loch plumpsen und da passiert aber nichts. Also du kriegst Fallschaden, wenn du zu weit fällst. Ja, na gut. Ich glaube, man ist dann tot. Und tot ist ein Zustand, den ich nicht so gut finde. Ja, kommt drauf an, ne? Ja. Tobi! Nicht vergessen, umdekorieren. Ach ja. Sehr gut, sehr gut. Sieht sehr gut aus. Ich will kann man mit Dankeschön, Schnäuzer sein. Manfred. Ja, ich will kann man mit Schnäuzer sein. Oh Mann. Manfred. Warum nur? Bleib mal stehen, ich würde gerne mal ein Foto von dir machen. Du schießt so schön aus. Fühle meine Bürste. Mit Öl, meine Bürste. Die Folge von Family Guy ist sogar, wo er auch einen Schnäuzer hat. Oh, weiß ich gar nicht. Giant Horse Vagina. wo er dann dieser richtige Mann ist, der Western-Typ und so. War das ist das da dann auch dieser Prolet? Ich glaube, das ist die Proletenfolge. Es gibt eine Folge, wo er einen Schnäuzer hat. Dann ist er irgendwie, ist er doch Burger essen und dann fackelt doch dem seinen Schnäuzer so weg. Und dann verkackt er diese Burger. Ach genau. Und dann frisst er die ganzen Burger und dann, ja. Dann kriegt er seinen Schlaganfall. Genau. Lol. Schlag. Schlag. Die auf dem Boot. Findet ihr das lustig? Ach ja. Kann ich übrigens auch Orville empfehlen. Falls du Star Trek ein bisschen magst. The Orville ist super geil. Also sehr, sehr geil. Ach, das ist doch von McFarlane, ne? Ja, genau. Genau, wie Family Guy. Genau. Der macht doch mit da sogar. Genau, genau. Ja, geil. Voll, hab ich die ersten zwei Folgen habe ich schon gesehen. Ist auch voll die geile Serie. Zweite Staffel ist raus, gerade nur auf Englisch. Alles schon geguckt. So gut einfach. Seth MacFarlane ist einfach eine Gottheit, was Comedy-Kram angeht. Ja. Der macht das so geil. Der hat so einen geilen Humor. Aber das Ding ist, die Serie, ne, die ist am Anfang noch so ein bisschen Slapstick und bla bla bla, aber die wird dann halt richtig, also die wird richtig, nicht richtig ernst, halt auch. Aber halt, ist halt eine geile Mischung. Ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Das, was bei Star Trek halt immer so spießig und so oberernst war und so, das zieht er halt so ein bisschen durch den Kakao, indem es einfach so ist, wie er sich das heute so vorstellen würde einfach. Okay, das ist halt echt cool. Ja, die Mischung macht's halt dann. Das ist ganz wichtig. Ja, und das hat er ja drauf. So, Tobi, wir sind wieder zu Hause. Ah, ist ja schon schön hier. Ich mach mal eine gemütliche Stimmung hier. So. Ah. Ich komme auch gleich. Ich sehe gerade, ich habe Hunger, ey. Boah, hab ich Hunger. Ich bin echt. Gleich bin ich tot. Oh, das war, glaube ich, nicht gut. Was denn? Doch, war gut. Okay. Hm. Ich hab nicht gesagt, Erik. Ich hab nicht gesagt. Was denn? Ich dachte, das Fleisch ist nicht mehr gut, aber das kannst du noch essen. Ink. Ja, für mich reicht's eh. So. Huch, Errungenschaft freigeschaltet. Trophy Hunter.
Und vorhin noch You're a Fun Guy, als ich die ganzen Pilze gefressen habe. Wo hast du das? Wo hast du... Hm? Ich glaube, ich weiß wo. Nee, ich glaube nicht, dass du drauf kommst. Ich glaube schon, dass ich drauf komme. Nee. Und, hast du gefunden? Bis jetzt noch nicht. Ich dachte, du hättest es vielleicht da oben, aber hast du nicht. Nee. Das Fenster im ersten Raum. Unten? Ja, unten im ersten Raum da. Ist noch so ein Fenster bei der Bank. Ach, yo. Ja. Stylisch. Habe ich einfach mal gedacht, da fehlt bestimmt noch was. Da kann man was machen. Ja, ist schön. Schön. Fällt nicht auf, ist ja dezent. Boah, ich bin froh, dass wir wieder hier sind. Also im Schnee war ganz cool, aber... Ja, ach, Momfred. Das brauche ich jetzt nicht noch einmal. Oh, ja, komm hier nochmal schnell. So. So, wie viele Blätter habe ich? 1270. Die ist nass und du bist kalt. die ist nass und du bist kalt. Oh, warte, ich setze mich jetzt auch mal hier hin. Setz dich auch mal dahin, ja. Boah, sieht richtig cool aus von hier vorne. Ja, von hier, ach ja, geht so. Ne? Voll der Altar. Wir huldigen den Tieren. Eben. Ne? Und sonst niemandem. Muss man auch mal so sagen. Da möchte ich fast. Ja, ob das funktioniert, weiß ich nicht. Okay, ich würde gerne jetzt hier vielleicht noch über dem Kopf, das ist der dritte Kopf. Zwei Mulvenköpfe. Oder? So links haben wir noch nicht. Links, ne? Und rechts vom Reh, ne? Das wäre irgendwie schön. Ja, dann holen wir die doch gleich mal, dann ins Helles vielleicht. Nein, ich glaube, es wird gerade hell, oder? Wird es gerade hell? Ach so. Also sieht zumindest ein bisschen nach, ich weiß nicht genau. Hast du schon was gegessen? Ja, reichlich. Sehr gut. Ah, schön. Wir sind wieder da! Warte, ich will hinten noch schnell, Harz. Ja, ein paar Mösen sammeln, wa? Was? Möfe. Kaninchenköpfe haben wir auch noch nicht. Doch, haben wir doch unten in der Reihe. Hey, wie kommen die Baumstämme hierher? Hä? Das weiß ich auch nicht. Hä? Tobi, hast du mal... Achso, die sind bestimmt mal vorne irgendwo. Nee, sie... Ach, unser Boot ist auch noch da unten. Stimmt. Lull. Aber mit dem flüchten kann... Wir müssen übrigens auch noch SOS-Steine legen, ne? Ach ja. Möwe. Och nö. Ernsthaft? Weißt du was? Ach, das ist gar keine Möwe. Verdammt ich noch einmal. Mal gucken, ob ich hierher komme. Moin. Ich bin eine Möwe. Alles klar. Entschuldigung. Da habe ich Reflex, Tobi. Da kannst du mir nicht sagen. Momfred. Aua. Ich hab's gar nicht getroffen. Ich hab dich gar nicht getroffen. Erik. Was ist das denn? Ernsthaft, Tobi? Ernsthaft? Warte. Ernsthaft, Tobi? Überleg's dir, Tobi, überleg's. Ist das die Leuchtpistole? Ja. Und du bist echt angsteinflößend, meine Uhr. So. Ach du Scheiße, guck mal, was da hinten kommt. Ach, nee. Da kommen die Jungs wieder. Guck mal, wie sie da alle. Ja, voll die Coolen. Alter, voll die Bobs, Alter, voll die Aushilfsgang. Hier regieren wir. Für die Westside. Hier gibt's gar keine Möwen.
Oh. Ih, was ist denn das? Ich hab die gerade auseinandergesprengt mit Dynamit, Alter. Vorsicht. Alter. Boah, das so viele waren. Ekelhaft. Oh. Ih, wie das da einfach aussieht jetzt. Sag mal. Jetzt reicht's, komm her. Na, endlich. Oh, ich muss wieder die guten Pfeile holen. Gut. Alter, war das ekelhaft. Die sind richtig in so einer Blutfontäne explodiert. Oh, warte, ich will auch gucken. Ja, 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 du, ja, ja. Jetzt noch mal eine Bombe. Warte. Manfred, zünd die Bombe. Nein! Toll. Manfred, das war jetzt aber nicht gut. Boah, ii. Ich bin das Bein geflogen. Kann ich das nicht einfach hier dran stecken? Der hat ausgedreht. Guck mal, die Arschgeier ja da gleich. Okay, warte mal, jetzt hier. Warte mal. Apropos Aasgeier. Oh, ii. Das ist echt nicht cool. Oh, hier liegen noch zwei, willst du noch Vögel haben? Hier sind noch zwei kleine Steaks. Neues Tier entdeckt. Alter, oh cool. Dann nehme ich mit. Ii. So. Schön. Wir machen ja auch unsere Versuche, ne? So ist es ja nicht. Wir sind auch Wissenschaftler. Was wollen die denn von uns? Ein Stück von einem Dickdarm, glaube ich. Komm, lass mal in die Richtung gehen. Vielleicht findet man da mehr Möwen. Hier ist irgendwie... Huch! Despawn Magic. Blutpuder in der Luft. Lalalala. So, da vorne kommen noch bei den Containern kommen noch immer Möwen, oder? Oder da links ums Eck? Ich hoffe. Bestimmt. Wie schwer kann es sein, Tobi? Weißt du, manchmal sitze ich hier so. Ja. Weil wir hier so langlaufen und denke so drüber nach, so, was ist eigentlich mit Normans Fische? Normans Fische? Kennst du das nicht? Nee, Normans Fische, was ist das? Die Ritterfamilie. Kennst du die? Nee. Nee, dann hat sich schon erledigt. Aber alle, die das kennen, Grüße gehen raus. Woher ist denn das? Oder kenne ich es doch und hab's vergessen? Das ist diese Nazi-Familie, die Stern-TV schon seit Jahren folgt. Nee, da bin ich raus. Nazi-Familien sind nicht so mein Thema, Tobi. Ja, ich gucke, die werden halt ganz gut geklickt bei YouTube immer, ne? Ach so, halt ja relativ, klar. Wenn man sich das anguckt, dann denkt man sich so, ach cool, mir geht's eigentlich doch ganz gut. Ah, alles klar, okay. Und so der. Und du kamst darauf, weil wir hier auf dieser einzelnen Insel rumlaufen. Nee, ja. Das ist einfach dieses. Das ist mittlerweile einfach so. Oh, nein! Oh nein, die ganzen Zähne sind weg an der Machete. Die Dinger sind halt einfach so widerlich, ja, Mann. Aber doch irgendwie geil. Nee. Erik, nee. Ich bin schon sehr lange auf dieser Insel, lass mich. Tobi? Ja. Tobi. Obwohl das da gerade bei mir nicht so ein Ding ist. Achso, okay. Nämlich wirklich gut. Schade. Hey, bin ich ganz froh. Ich wollte dich mal wieder richtig anwidern jetzt. Aber das schaffe ich auch, glaube ich, ohne das.
Ja, wollte ich gerade sagen, seitdem du einen Mustache hast, bist du echt komplett unten durch bei mir. Oh, hier ist ein Seil drin. Ein Seil? Hey, die sind voll selten. Ja. Ich bringe keine Lurche mehr um, das ist einfach traurig. Habe ich das Tier entdeckt? Hä, willst du mich verkacken? Ich habe doch schon 5-mal Lurche gefunden. Guck mal, jetzt bin ich schmutzig. Ja, Erik. Das ist schön. Kannst du mich ruhig mal loben? Nice gemacht, ey. Ja. Hey. Ah, danke schön. Ah, ja, danke. Oh, ja, siehst du. Dann hast du jetzt davon. Toll, jetzt werde ich wieder sauber. Großartig. Hat sich richtig gelohnt. So, sag mal, es kann doch nicht so schwer sein, einfach mal fucking Möwen zu finden. Ja, irgendwie sind die ja natürlich. Also, hinten bei der Yacht, da sind halt viele. Hab gehört, da kommt man mit der Keycard auch rein. Das ist aber immer noch ein Ammenmärchen für mich. Glaube ich auch nicht. Schon Blödsinn. Was macht man nicht für ein bisschen unsinnige Deko? Aber ich würde auch gern unsere Base so ein bisschen, also wenn dann so ausbauen, aber ich weiß halt nicht, was lohnt sich denn überhaupt noch so, weißt du? Das ist eine gute Frage. La 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 la. Hä? Da war gerade Nase. Wo kam diese Wurst eigentlich gerade her? Die kam so aus dem Nichts, die kam so einfach gespawnt. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die ist einfach bei uns gespawnt da in der Ecke. Hm. Interessant. Richtig ein Arschwurst. Normalerweise eilen die eine Mutanten ja durch über die Insel, aber die spawnen offenbar einfach. Hm. Ach, ich weiß noch, hier haben wir unser Hausboot gebaut. Ach, das war echt schön. Und da oben haben wir noch eine Kirche. Boah, die vielleicht mal angehen. Ich meine, wir müssen ja eh Möwen sammeln. Wenn wir schon mal hier sind. Oh, können wir auch machen. Können wir machen. Ich meine, im Grunde genommen ist es egal, ne? Wir haben es ja eh schon durchgespielt. Im Grunde genommen ist es Wurst, was wir machen. So, wir machen ja nur noch die Sachen. Wir bauen ja nur noch die Sachen, die man so kennt. Die jetzt so neu. Ups, sind die Bobbahn halt eigentlich auch. Kann man die Bobbahn eigentlich in das Loch bauen? So einmal drumherum oder was? Das wäre cool. Oder so nach unten führen. Ich weiß es ja nicht. So, komm, wenn wir schon mal hier sind, ein bisschen können wir ja rein. Ich mache hier gerade Feuer. Warte, ich höre dich wieder nicht. So. Schöne Kirche, komm. Wenn man schon mal da ist. Das mögen auch die Zuschauer. Wenn man diesen Wilden endlich mal den wahren Glauben näher bringt. Natürlich. Hä? Wieso kann ich mit einer Kettensäge keine Möwe töten? Neues Tier entdeckt. Okay, die Möwen holen wir uns später. Also, wir können die jetzt eh nicht nach Hause bringen. Also, wir können wir schon. Warte, was? Wir können die jetzt eh schlecht nach Hause bringen, ne? Also könnten wir schon, aber. Ja, aber dann müssen wir den ganzen Weg wieder nach Hause und da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Au! Hab ich die getroffen? Ja. Entschuldigung! Wo ist Ihr Warnschild, junger Mann? Entschuldigung! Das klebt in meinem Moustache. Oh. Timber! 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 Was? Hast du Spaß? Es geht. Es schmerzt mich bei jedem Baum, Tobi. Ah, okay. Ich dachte schon, du hättest Spaß. Nein, nein, nein. Timber! 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 Was ist falsch mit diesem? Timber!
Timber! Timber! Ich glaube, das reicht, oder? Timber! Okay. Timber! Okay. Auf die Möwe, komm auf die Möwe. Ah, leider nicht. Tobi! Ich krasse, die Drecksau jetzt wahrscheinlich nur überlebt. Da ist noch was zu essen drauf. Oh ja, nice. Das kann ich gut brauchen. Danke dir. Ist aber nur ein kleiner Vogel, leider. Kleiner Vogel. Speichern. Mal. Und wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Wir müssen schon wieder zum Ende kommen. Ach so. Jetzt habe ich die Bäume natürlich alle. Ne, da ist natürlich. Oh, warte mal. Nichts dran. Hä? Tobi. Ja. Ich habe mich wieder gematscht. Schön, Erik, schön. Man erkennt mich wieder nicht. Okay, gut, dann speichere ich eben auch nochmal schnell. So. Fried. Besser als der Schneespielstand ist es allemal. Und dann müssen wir nächste Folge müssen wir versuchen, die ganze Scheiße hier nach da oben kriegen, ne? Ja, wobei das einfach nur hin und her rennen ist. Wir haben genug Soda am Start. Das wir machen uns dann diese komischen Wägelchen, oder? Ja, das können wir auch machen. Ja, machen wir das lieber so. Alles klar. Ja, das können wir auch. Ja, machen wir das so. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Hoido. Ja, tschüss. Tschüss, Manfred, tschüss. Gell? Ja, mach es gut, mach es gut, Tobi. Bevor wir jetzt gehen, gell? Wo hast du eigentlich meinen Kumpel gelassen? Mein Schwarze? Wo ist der hin? Wo ist der Kopf? Hier ist dein Kumpel. Errungenschaft freigeschaltet, Birdseye. Alter, wie viele Errungenschaften kriege ich denn heute? Schon die dritte. Tobi, Tobi, komm mal hier. Ach ja, ja gut. Ja, nächste Folge. Das kriegen wir schon hin. Und wird geil, wird geil. Ja, ja, ja. Und die Möwen kriegen wir auch. Gar kein Problem. Wird geil, Mösen. Mösen kriegen wir auch. Das wird nice. Geil. Ciao. Was? Alles klar. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.